Freunde, herzlich willkommen aus Italien. Jonas und ich sind hier jetzt gestern angekommen, so um 15 Uhr. Haben uns dann hier mal schön eingerichtet, noch ein bisschen Schlaf nachgeholt, schön was gegessen, getrunken und jetzt quasi der erste Morgen. Haben hier einen relativ coolen Bereich vor uns, beziehungsweise jetzt gerade einen Moment hinter uns, wo wir fischen dürfen. Platz 11 am Aquatica Lake. Und warum ist das so besonders, Jonas? Genau, da sage ich mal kurz ein bisschen zu den Spots, die wir hier befischen. Zum einen fischen wir rechts rüber. Es wird hier, zwischen Baggersee, wird noch aktiv Kies gefördert. Heißt, im laufenden Tag ist hier noch Betrieb. Nutzen wir aus, da der Kies gewaschen wird und auch deutlich viel Sediment aufgewirbelt wird. Und genau da haben wir drei von unseren Routen platziert. Wir dürfen hier mit 6 Routen fischen. Generell fischen wir hier sehr ufernah, einfach weil wir steil abfallende Kanten haben und genau Tiefen von über 20 Metern in der Richtung Seemitte haben. Deswegen fischen wir hier hauptsächlich ufernah, genau. Ich müsste euch quasi so vorstellen, hinten in dem Eck, wo wir da fischen, da ist so ein Rohr, wo reinkommt, quasi der Dreck, wo sie von diesem Kies abwaschen, reingeschwemmt wird. Somit wird natürlich der ganze Gewässergrund aufgewirbelt. Und ich glaube, dass die Karpfen das wissen, da spült es natürlich die ganze Nahrung raus. Und unser Ziel ist es, bevor die anfangen hier das zu machen, zu füttern, und unsere Routen dann passgenau in die Ecke zu legen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Zu Montagen, zu Vorgehensweisen und Sonstiges werden wir euch heute im Laufe des Tages noch erzählen. Und genau. Jetzt genießen wir die Zeit hier erstmal. Wir haben schönes Wetter die ganze Woche. Sehr geil. Genau, und machen eben das Beste draus. Klein, Jonas. Wir wollen einfach ein bisschen mehr Lockwirkung haben, einfach, dass wir auch ein bisschen sozusagen schneller den Geschmack ins Wasser bekommen, dass die Boilies generell einfach auch viel schneller zum Arbeiten kommen, genau. Deswegen machen wir das, wir wollen hochattraktives Futter füttern und genau, so gehen wir hier vor. Also wir füttern hier hauptsächlich Seafood und Maisboilies. Da sind teilweise zerdrückte Ganze oder auch zercrushte Boilies einfach, um einfach auch viel ansprechen zu können. Was wir natürlich auch hier drin haben, wir haben Pellets in verschiedenen Größen drin, auch verschiedene andere Boilies und haben das Ganze noch ein bisschen mit Lachsöl verfeinert. Genau. Warum Lachsöl? Einfach, dass wir noch mehr Attraktion auf dem Futterplatz bekommen, dass das Öl richtig anfängt in der Wassersäule zu arbeiten. So erhoffen wir uns, auf Fisch zu kommen. So, der Boilie-Mix hat euch gerade Jonas erklärt. Ich gucke jetzt im Echolot nochmal die Struktur da hinten an. Suche mir da eine relativ ebene Stelle, weil wir hier relativ steile Kanten haben. Es ist selten, wenn man mal eine flache Stelle hat, wo ein schöner Platz ist. Deswegen fahre ich jetzt nur mit dem Echolot da hinten an die besagte Stelle. Schaue mir das nochmal genau an und lege dann meine drei Routen da in dem Bereich ab. Ja, mal schauen, ob wir dann auch mal einen Erfolg verzeichnen können. Ich fütter da relativ vor das Rohr dann die Boilies hin. Den Strom oder aus dem Rohr rauskommt, wirbelst das alles schön auf. Ich glaube, das könnte eventuell funktionieren. Schauen wir mal. Jo, wir haben jetzt unsere vier Routen. Haben jetzt da hinten strategisch platziert ums Eck. Haben sie aber doch so vom Abstand her gemacht, dass man auch vom Drillen her keine Probleme mit der anderen Schnur kriegt und haben zusätzlich auch noch überall Absenkbleie reingehängt. Einfach, wenn man hier vom Ufersteg drillt oder vom Boot, dass die Schnüre schön am Boden entlang gehen nach da hinten und man sich da gegenseitig nicht behindert
und so einfach den einen oder anderen Fisch vielleicht noch mehr fängt. Und ja, Booten liegen. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Jonas macht hier gleich noch einen Sick Rig fertig. So ein bisschen mal ausprobieren, das haben wir auch noch relativ selten probiert. Vielleicht geht bei der Mittagshitze hier noch der ein oder andere im Freiwasser. Schauen wir mal. Also der Plan ging völlig auf. Vielleicht 2 Stunden nachdem wir die Routen gelegt haben, lief natürlich an der Kante, beziehungsweise da, wo das gewaschene Wasser vom Kieswerk rauskam, die ufernächste Route ist abgelaufen, hat einen schönen Halbkreis gemacht. Wir hatten gerade echt einen turbulenten Drill, mussten auf jeden Fall mit dem Boot hinterher, hat sich da mal kurz festgesetzt gehabt. Und das Ergebnis, das zeigen wir euch gleich. Nach dem Fisch an. Ich glaube, genau deswegen sind wir an solche Seen. Wo kriegt man solche Fische mal zu Gesicht? Wunderschön, richtig, ja. Mal geil. Was ganz anderes. Konzept aufgegangen. Wahnsinn. Ich bin happy. Mega. So kann es nur weitergehen. Und die erste Nacht vorbei. Geil. Schweres Blei, weil von hier bis da zu meinem Spot sind es schon ein paar Meter, und dass ich die Route einfach schön durchspannen kann, schön Kontakt habe und dass der Fisch sich auch ordentlich hakt, habe ich hier ein 150 Gramm Gripper Blei. Safety Clip, weil ich ein Hindernis Fisch da hinten, der ein oder andere Ast im Wasser. Anti-Tangle Sleeve, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wenn man vom Boot ablegt, aber ja. Da habe ich so ein 20 cm Vorfach, und als Köder fische ich jetzt hier einen Wafter und einen Fake-Maiskorn. Der Wafter habe ich extra ein bisschen nachhärten lassen, weil wir hier relativ Probleme haben mit Schildkröten, mit Weißfische, wo den Pop-Up attackieren, oder Boily, oder halt auch noch Krebse. Deswegen harte Köder, kleine Köder. Mit dem Wafter, der steht dann so ganz leicht über dem Grund und der Maiskorn hebt noch ein bisschen an. Das heißt, eigentlich perfekte Präsentation. Ja, scheint zu funktionieren. Geil. Was hast du leckeres zaubert, Jonas? Ja, heute gibt es wie in Italien Spaghetti. Dazu haben wir noch ein bisschen Tomatensauce mit Garnelen, und das lassen wir uns auf jeden Fall schmecken. Ja, und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Ich denke, du willst schlechteres Essen am Wasser, oder? Einen guten in dem Fall, Jonas. In dem Fall auch einen guten, ja. Lass uns schmecken. Und Spirit vergesse. Zum Wohle. Zum Wohle. Ja, wir haben jetzt eine Fisch Nummer 2 im Drill. Auch wieder auf die gleiche Route. Irgendwie scheint der Spot ganz gut zu laufen. Ziemlich ufernah. Gucken, dass ich den vom Schilf ein bisschen und auch vom Ufer generell weghalte. Wir haben ein bisschen Totholz drin, aber scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Aber wir werden sehen. Also, wir haben hier den zweiten Fisch auf der Matte. Hat gar nicht mehr lange gedauert nach dem ersten Fisch. War wieder die gleiche Route. Und genau so kann es weitergehen. Wir freuen uns übel und hoffen, dass da auf jeden Fall noch mehr geht.
Ich bin außer Puste. Der Fisch hat mich echt richtig viele Nerven gekostet auf dem Boot. Ist da richtig abgegangen. Das ist das Ergebnis. 20,5 Kilo. Hat dieses Prachtexemplar wieder an der gleichen Stelle gebissen. Wahnsinn. Geiler Fisch. Und das am zweiten Tag. Kann nur noch geiler werden. So, guten Morgen, Freunde. Morgen, ja. Heute Nacht ist nicht ganz so viel passiert. War relativ ruhig, auch keine Aktion, nichts. Aber fährt der Jonas heute Morgen eine Aktion gehabt? Genau, also wir beide lagen noch im Bett. Es war wahrscheinlich so Richtung 7 Uhr rum. Ich werde die Route, die ufernächste Route abgelaufen. Sind schnell an die Route gekommen, haben auch echt guten Druck aufbauen können. Der Fisch hat sich dann leider aber in dem Totholz, wo wir da haben, festgesetzt. Wir sind mit dem Boot hinterher, aber haben dann leider nicht aus dem Totholz bekommen. Genau, ist schade. Jetzt binden wir uns gerade neue Rigs und dann geht es für uns auf jeden Fall weiter. Wir geben Gas, wir bleiben dran. So sieht's aus. Ich bin mir sicher, dass wir heute wieder den einen oder anderen Fisch fangen, sobald die hier anfangen mit Baggern und mit Spülen. Wir sehen uns.